Heute zeige ich euch, ob ihr euer selbst hergestelltes Hefewasser einfrieren könnt und welches Ergebnis ihr beim Gebäck hiermit erzielt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Ihr wolltet wissen, ob und wie man die selbst hergestellte Hefe mit Mehl vermengen und dann portionsweise einfrieren kann. Das habe ich selbstverständlich gerne für euch ausprobiert und ich habe sogar eine Überraschung, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Hier könnt ihr sehen, wie ich 300 Gramm Mehl mit 300 Gramm Milliliter selbst hergestelltem Hefewasser vermenge. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man Hefe selber herstellt, dann schaut oben rechts unter dem i. Da verlinke ich euch eine hilfreiche Playlist mit vielen Videos dazu. Für mein heutiges Video experimentiere ich. Daher habe ich gleich die dreifache Menge gemacht. Für ein Rezept mit 500 Gramm Mehl benötigt ihr einfach nur die eingefrorene Hefeeiswürfel von 100 Gramm Mehl und 100 Milliliter Fermentwasser, also dem Hefewasser. Und beim Rezept reduziert ihr dann die Mehlmenge um 100 Gramm Mehl. Und wenn ihr das Mehl jetzt mit der Wildhefe gut miteinander vermengt habt, dann gebt es in einen Eiswürfelbehälter. So wie ich das gerade gemacht habe. Und das geht dann zum Einfrieren in den Gefrierschrank. Danach gebe ich diese in einen Gefrierbeutel und das Gute ist, ihr könnt euch gut merken, wie viele Eiswürfel bei euch die richtige Menge von 100 Gramm Mehl und 100 Milliliter Hefewasser sind. Bei mir waren das nämlich 18 Stück, also die Anzahl, die ihr da bei euch auf eurem Behälter habt. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich helfe euch da gerne weiter. Damit wären wir jetzt eigentlich fertig. Aber ich möchte euch ja auch später das Backergebnis hiermit zeigen und ich wollte sicher gehen, ob das so das Beste beim Einfrieren eurer Hefe ist. Aus diesem Grund habe ich die restliche Mischung bei Zimmertemperatur stehen und sie ein wenig gehen gelassen. Allerdings kann es sein, dass es bei mir ein wenig zu warm war. Ich würde diese Schritte, die ich jetzt gerade mache, beim nächsten Mal jeweils nach 12 Stunden machen und nicht wie jetzt nach 24 Stunden. Nun gebe ich die nächste Portion in meinen Eiswürfelbehälter und friere auch diese ein. Und wäre es nicht ein Experiment, so gebe ich diese eingefrorenen Würfel dann in die gleiche Tüte wie zuvor, aber ich habe aus den vorher genannten Gründen diese separat verpackt. Und warum probiere ich das Ganze so aus? Nun, ich habe vermutet, dass eingefrorene Hefe besser das Gebäck später aufgehen lässt, wenn sie vorher genug Zeit hatte, sich mit dem Mehl zu verbinden. Und welches Ergebnis dabei herauskommt, zeige ich euch am Schluss dieses Videos. Nun friere ich die letzte Portion des Hefemehlgemisches ein und diese hatte noch einen weiteren Tag im Kühlschrank verbracht. Ihr könnt übrigens jedes Mehl verwenden, das ihr möchtet. Ich habe jetzt der Einfachheit halber Weizenmehl verwendet. Gefällt euch dieses Video? Dann gebt mir einen Daumen hoch und teilt es, damit noch mehr hiervon erfahren. Ihr wollt mehr über das Backen und das Herstellen der natürlichen Hefe wissen? Dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So, die Hefewürfel sind jetzt alle eingefroren gewesen. Hier seht ihr mal alle. Ganz vorne rechts ist die erste Variante. Dann hier der zweite Tag und ganz hinten die letzte Portion, die ich jetzt gerade zum Schluss eingefroren hatte. Und mit jeder Portion backe ich nun ein Brötchenrezept, aber nicht irgendeines. Ich habe mich für die leckeren Kieler Brötchen entschieden und das Video mit dem genauen Rezept hierzu verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Ich beginne mit der Reihenfolge, in der ich das Hefemehlgemisch auch eingefroren habe. Beim ersten Versuch waren die Würfel noch eingefroren, aber durch das Kneten in meiner Küchenmaschine und den Temperaturen in meiner Küche sind diese sehr schnell aufgetaut. Übrigens, wenn ihr einmal wissen möchtet, mit welchem Küchenequipment ich arbeite, diese habe ich euch unten unter diesem Video verlinkt. Und wenn ihr hierüber etwas bestellt, dann zahlt ihr den gleichen Preis wie immer, doch hiermit könnt ihr mich bei dem Aufbau meines Kanals unterstützen. So, einige Minuten später sieht der Teig richtig gut aus und ich gebe ihn in eine separate Schüssel, decke ihn ab, damit er nicht austrocknet. Und natürlich beschrifte ich ihn, damit ich später auch nicht durcheinander komme. Und nun mache ich gleich den nächsten Teig. Hier sind die Eiswürfel schon ein wenig mehr geschmolzen und auch hier knete ich den Teig mit meiner Küchenmaschine, bis er schön homogen miteinander vermengt ist. Hier am Anfang könnt ihr sehen. Und
da ist er noch ein bisschen krisselig, also einfach noch weiter kneten, bis er richtig diese schöne Textur erreicht hat. Und nun kommt, wer kann es erraten, der dritte Teig an die Reihe. Hier sind die Eiswürfel schon fast komplett geschmolzen und ich muss sagen, dass die beiden letzten Hefewürfel meine heimlichen Favoriten sind. Und was meint ihr? Und auch hier wird der Teig in meiner Kenwood gut und ausreichend geknetet und dann abgedeckt bei Zimmertemperatur zum Gehen stehen gelassen. Dieses Mal habe ich den Teig aber nicht in eine meiner Pyrex-Scheinen gegeben, sondern in den Mixbehälter gelassen und diese einfach mit einem meiner Bienenwachstücher abgedeckt. Hier könnt ihr den Teig noch einmal sehen und nun wird er schön verschlossen, damit er nicht austrocknet. Dies mache ich mittlerweile gerne mit einem Bienenwachstuch. Ich habe euch das schon mal in einem anderen Video erzählt. Ich habe mal so einen Bericht gesehen mit der Frischhaltefolie. Die möchte ich nie wieder benutzen. Und hier könnt ihr alle drei Teige schön ordentlich beschriftet sehen. Dieses Experiment habe ich am Morgen gemacht und ich muss gestehen, ich war mir ziemlich sicher, dass der Teig bis zum Abend ganz locker aufgehen würde. Doch ich habe mich geirrt. Der einzige Teig, der tatsächlich überhaupt aufgegangen ist, war der erste, den ich euch gerade gezeigt habe und das auch erst am nächsten Morgen. Das heißt, die anderen beiden Varianten sind nicht aufgegangen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass es bei mir ja sehr heiß war und ich vielleicht mit den 24 Stunden jeweils übertrieben habe. Es kann also sein, wenn ihr das nach kürzerer Zeit, 6, 8 oder 12 Stunden macht, dass ihr da bessere Ergebnisse erzielt. Falls ihr das mal ausprobiert, sagt es mir Bescheid. Ansonsten werde ich das zukünftig machen, wenn ich Hefe einfriere mit diesem Mehlgemisch, dann auf jeden Fall direkt, nachdem ich das hergestellt habe. Und im Hintergrund könnt ihr Ausschnitte aus meinem Video mit den Kieler Brötchen sehen. Als erstes habe ich die Brötchen geformt und nun werden sie auf dem Schmalz-Salz-Gemisch noch ein wenig geschliffen. Danach ein wenig auseinandergezogen und auf ein Backblech gelegt. Das Rezept dazu habe ich euch ja schon verlinkt und ich kann euch sagen, die Brötchen sind wirklich sehr lecker. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis der Brötchen vom aufgegangenen Teig und hier im Vergleich dazu die Brötchen mit frischem Hefewasser. Das Ergebnis spricht für sich und die anderen beiden Brötchenvarianten waren noch flacher geblieben, einfach nur als Fladen waren sie da. Sie sind natürlich essbar, aber was ich euch schon bei den Pizzarezepten gesagt habe, durch das Einfrieren platzen die Zellwände der Hefepilze und dadurch gehen die Teige einfach nicht mehr so gut auf. Doch wenn man lange verreist oder Platzmangel hat, so hat man hierdurch eine tolle Möglichkeit, das Hefewasser gut zu konservieren. Übrigens, ich bin schon gerade dabei, noch eine weitere Methode für euch zu testen. Trockenpulver mit Hefewasser. Ich bin schon sehr auf diese Ergebnisse gespannt, weil ich hier auch sehr gute Erfahrungen beim Sauerteig gemacht habe. Von daher, lasst euch da einmal überraschen. Ich hoffe, euch hat mein heutiges Video gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich sende euch liebe Grüße, eure Emma.